Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Corps Party. Wir sind hier in dem Klassenzimmer, machen gerade ein Ritual, was keine gute Idee ist, denn das hier ist ja schließlich ein Horrorspiel und ja, wir machen auf jeden Fall jetzt hier weiter. Wir werden an ihr ziehen, bis es auseinanderreißt in genau neun Stücke. Okay? Auf drei. Eins, zwei, drei. Sehr gut gemacht, alle. Nun, stellt sicher, dass ihr oder bewahrt das Stück Papier gut auf bei euch. Tut es in eure Studenten-ID, in euren Schüler-ID-Halter oder euren Geldbeutel. Egal dort, wo es nicht verloren geht. Also hat dieses Stück Papier irgendeine Art Bedeutung, oder? Ja. Solange wir alle ein kleines Stück von Sachiko bei uns haben, werden wir für immer verbunden sein. Als Freunde. Das ist the purpose. Das ist der Grund für diesen Charme. Wow, das ist ziemlich cool. Ziemlich cool. Versuch mal. Super cool. Ich muss sehr vorsichtig sein, nicht mal ein Stück zu verlieren. Danke, Shinosaki. Das hier werde ich behalten. Kein Problem. Seht das als. Seht das als unser Versprechen, dass wir alle miteinander abhängen werden. Definitiv. Nun, es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ich denke, es ist an der Zeit, dass wir alle gehen, dass wir alle zusammenpacken und nach Hause gehen. Oder auch doch nicht. Ein Erdbeben? Was zum Teufel? Das ist verdammt nochmal groß. Unser Bruder. Yuka, nimm meine Hand. Alle. Bleibt ruhig. Geht unter die Tische, bis es vorbei ist. Unter die Tische, sofort. Was zum? Nein, das kann nicht passieren. Ist das echt? Ja, das ist. Oh Gott, ich falle. Satoshi. Das ist eine scheiß Idee. Au. Au, mein Bein. Ich kann es bewegen, also denke ich mal, es ist ein. Gott, jetzt ist mir gerade das Wort wieder nicht. Es fällt mir gerade wieder nicht ein. Ich hatte gerade das Wort. Egal. Was? Was ist passiert?
Das kann nicht sein. Da stand doch gerade irgendwas, warum ist das auf einmal weggeskippt worden? Hä? Es ist so dunkel. Ich kann gar nichts sehen. Ist das die Schule? Guck mal, das Licht ist angegangen. Was? Was ist hier los? Was zur Hölle ist dieser Ort? Oh Gott. Was ist das hier? Was war nochmal temporary safe? Ich muss mal gerade überlegen, was war nochmal temporary. War das? Kann man so speichern? Ist jetzt hier gerade die Frage. Ist es nicht eigentlich nur vorübergehend, ja. Vorübergehend? Wir lassen es mal erstmal. Ich möchte eigentlich sehr gerne einen Safe Point finden. Das sind ja eigentlich diese Kerzen. Hä? Ist das Psycho? Das ist nicht gut. Sag bloß. Wir kommen da aber auf jeden Fall nicht lang. Was ist hier? Okay, es ist an. Warte. Da ist ein loses Brett, das auf dem Boden liegt. Obwohl es total zerkratzt ist, es ist noch völlig intakt. And not much worse on the way. Okay. Können wir wahrscheinlich nur hier raus. Ich habe ehrlich Angst hier, aber einfach nur weil ich irgendwie. Ich sehe nämlich 30 von 30, das heißt, ich habe Leben, das heißt, ich habe übelst Schiss zu sterben. Ah, das hat echt wehgetan. Okay, ich habe dachte, ich habe Leben verloren, nein, habe ich nicht. Was ist das hier? Heavenly Post, third student reported missing. Der dritte Schüler wurde vermisst, vermisst gemeldet. One by one is used. Also immer mal wieder verschwinden hier die Schüler. Klassenkameraden sagen, dass der Fünftklässler Strich, Strich, Strich auf dem Weg nach Hause war von der Schule, aber getrennt wurde von ihren Freunden und in den Hallen und seitdem hat man sie nie wieder gesehen. Die Polizei untersucht die Möglichkeit eines Serienkidnappers und wenn es sein kann, das heißt, und haben viele Investigators, also Untersucher, angeheuert in der Hoffnung auf ein schnelles Resultat. Jedoch 10 Tage sind bereits vergangen seit des ersten Verschwindens. Das gibt, was Eltern und Klassenkameraden einen Grund zur Sorge gibt. Ja, aber was ist denn jetzt Temporaries? Das gucke ich, ich google das jetzt mal schnell. Ich habe nämlich keine Ahnung, was wir das jetzt meinen. Ich dachte, man kann halt immer speichern, weil ich meine, das ist halt ein ziemlich hartes Game, glaube ich sogar. Okay, ich mach mal schnell temporary save hier. Okay, ich schätze mal, ich habe gerade gespeichert. Das ist auf jeden Fall ein Quick Save, das habe ich mir schon gedacht. Ich bin mir jetzt halt nur nicht sicher, ob das jetzt bestehen bleibt
oder nicht, wenn ich das Spiel schließe. Das ist halt jetzt die große Frage. Weil eigentlich so Quick Saves sind mir schon wichtig, weil ich glaube, das ist so ein Spiel, wo du Entscheidungen treffen kannst und wenn es die falsche ist, ist es halt ein Instant Game Over. Und deshalb sind halt so Quick Saves schon ziemlich wichtig zu machen. Weil das ist ein ziemlich unfaires Spiel, was die Tode angeht. Gott sei Dank. Sie atmet noch. Seiko, komm schon. Seiko, wach auf. Naomi, was ist los? Sag mir nicht, was los. Frag mich nicht, was los ist. Ich dachte, du wärst tot. Hm? Wo sind wir? Was ist hier los? Das würde ich auch gerne wissen. Okay, Psycho ist gerade zu einer Katze geworden. Es bewegt sich nicht. Diese Fenster sind sehr stark versiegelt. Und es ist dunkel, es ist sehr dunkel da draußen. Ich kann nicht genau sehen, was ich sehe. Ich kann nicht genau klarstellen, was ich sehe. Feststellen, was ich sehe. Was zur Hölle ist hier los? Oder ist. Ja. Nun ja, das hier ist auf jeden Fall ein Schulgebäude. Wirken diese Tische nicht seltsam klein auf dich? Wie eine Elementary School. Eine Elementary School? Das kann nicht sein, oder? Was ist los? Die Printout an der Wand. Es sagt, darauf steht Heavenly Host Elementary. Notice to all faculty and students. Heavenly Host? Ist das nicht die Elementary Schule? Die, wo geschlossen wurde und total zerrissen. Oh Gott, was passiert hier? Wo zur Hölle sind wir? Und wo sind unsere Freunde und Miss Yui? Komm runter, Seiko. Reg dich nicht so auf. Sorry. Seiko und ich standen einfach nur da in Ruhe, Hand in Hand. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so geschüttelt, so geschäkelt, dass ich so gezittert habe. Ich konnte meine Zähne knirschen hören. Ich wurde komplett leichtsinnig und konnte nicht mal klar denken. Ich sagte mir immer wieder, es ist alles ein Traum. Irgendein schrecklicher Albtraum. Aber egal wie sehr ich mir das gewünscht habe, ich konnte einfach nicht aufwachen. Und die Stille war der schlimmste Teil von allem. Ich konnte es nicht mehr aushalten. Ich musste irgendwas sagen. Egal was. Hey, ich habe nicht die leiseste Ahnung, was hier vor sich geht. Aber wie wäre es, wenn wir einen Weg hier rausfinden? Einen Weg hier raussuchen. Einen Weg raus? Wir können nicht einfach hier stehen bleiben.
Wir müssen irgendwas tun, weißt du? Außerdem will ich in diesem gruseligen Ort nicht länger bleiben, wie ich muss. Aber die Fenster sind alle versiegelt. Und ich meine nicht nur, dass die feststecken oder verschlossen sind. Es ist wie, als wären es Dekorationen an den Wänden. Und ich denke nicht mal, dass man sie offen öffnen kann. Es ist überhaupt möglich, dieses Gebäude zu verlassen? Ich bin mir nicht sicher, aber es gibt bestimmt einen Eingang oder einen Notausgang oder irgendetwas. Irgendetwas, um hier rauszukommen. Du hast recht. Und es ist viel besser, als hier einfach nur rumzustehen. Ich fühle mich, als würde ich ganz verrückt hier werden. Okay. Dann als erstes verlassen wir diesen Raum. Wir müssen stark bleiben. Es sind wahrscheinlich nicht nur wir zwei hier drin. Die anderen müssen hier auch irgendwo sein, richtig? Ja. Und wenn wir uns wiedersehen können, und wenn wir uns wieder vereinigen können mit ihnen, dann finden wir einen Weg hier raus. Zusammen. Ich hatte keinen Grund, an das zu glauben, das, was ich gerade sa an das, was ich gerade sagte. Ich war wahrscheinlich, ich weiß nicht, was heißt delirious, um ehrlich zu sein. Aber ich wusste, dass wenn ich nichts tat, dass ich verrückt werden würde. Dann würde ich anfangen zu schreien. Also, in Verzweiflung tat ich meine starke Front. Oder, I put on the strongest front I could imagine. Trug ich die stärkste Front, die ich überlege, die ich nach. Ach, keine Ahnung. Character Introductions. Use the eye to interact with any character and learn more about them. When you're done, exit through the door on the southeast side of the room to resume play. Ich mache so wieder ein temporary save. Miss Yui, eine 23-jährige elfte, also eine Englischlehrerin in der 11. Klasse in der Kisaragi High, hat gerade erst das Semester angefangen, nachdem sie die Teacher Exam abgeschlossen hat. Auch wenn nicht eine perfekte Instructor, auch wenn sie nicht eine perfekte Instructor ist. Okay. So serves as a teacher's assistant during homeroom progress tutor 9. Okay, sie ist auch eine Assistentin für die Lehrer. Für die Klassen 2 bis 9. It really seems to have connected with the students there. Und hat sich anscheinend ziemlich mit den Schülern verbunden. Yashiki Kishinuma, ein 17-jähriger Student in der Kisaragi High. In den Klassen 2 bis 9. Sehr oft, sarkastisch und cynical, aber as far as he's concerned, he's just being honest. Also er ist eigentlich nur ehrlich, was ihn betrifft. Although generally not one to participate in events, auch einer, der nicht oft in Events teilnimmt. His fondness for Satoshi means he'll make an expectation. Exceptional, and again, the theater is involved.
Also seine Beziehung zu Satoshi und Ayumi, das bedeutet, dass er auch oft eine Ausnahme macht, wenn die involviert sind. Mit ziemlichem Drama oder mit Drama zu Hause arbeitet Yoshiki teilweise in der Schule, um Rente in einem... Nee, Rent war nicht Rente. Rent war einfach wahrscheinlich ein Ding. Jetzt fällt es mir nicht ein. Das ist ein... Ah, Mann. Miete. Miete. Um Miete in einem Apartment abbezahlen zu können, wo er alleine lebt. Shinosaki. Subject to your classmates, the ghost stories and reveals and hearing them scream. It's generally believed that she carries candles and other horror goods with her at all times, just in case an opportunity presents itself to use them. In truth, however, Ayumi wears this reputation as a mask to hide her own fear of the unknown, which rivals even Satoshi's in its intensity. When faced with any truly scary situation, her knees give out and panic sets in. Only her personal pride can break her out of this fear-induced state. Also sie ist eine, wo ziemlich viele Geistergeschichten erzählt, aber eigentlich hat sie sogar selber Angst vor dem Unbekannten. Mayu Tsumuta, a 17-year-old student in Kisaragi High Class Tsutomu, and somehow looks much tinier than she actually is, but possesses a big heart and a bright personality, accepts anyone and everyone with open arms, never playing favorites, which has earned her nearly universal regard amongst her fellow students. Unfortunately, due to family circumstances, this was Mayu's last day at Kisaragi High. She'll be moving shortly and transferring to a new school. Also sie ist eine, sie ist die, wo umzieht oder halt die Schule wechseln muss. Sakutaro, a 16-year-old student in Kisaragi High Class 2009. He's been in theater club with Maya since middle school and developed a real closeness with her. He finds socializing with anyone else to be more trouble than it's worth. However, so he typically regards his other classmates with indifference. Takes great pride in his family heritage and reacts violently if anyone makes fun of his name. The only exception is the nickname Mayu gives him, Schick. Also er ist auf jeden Fall einer, wo nicht cool damit ist, wenn Leute sich lustig über einen Namen machen. Yuka Mochida, Satoshis 14-year-old sister. Though she is an 8th grader at Kusaragi Academy Junior High, she looks and acts much, much younger. In the Mochida household, Yuka's always been the princess, generally getting her way and thus never really shedding her childlike behavior. Despite this, she yearns to grow up, often attempting to act older or braver than she is, which sometimes gets her into trouble. Also sie ist auf jeden Fall die kleine Schwester, wo immer sich verhält wie ein Kind, obwohl sie eigentlich schon viel älter ist. Denn wenn sie mal richtig mutig tut oder älter, dann bringt das sie nur in Gefahr oder in Ärger. Saiko, a 16-year-old student in Kisaragi High Class 2009, lives very close to Naomi and generally accompanies her to and from school each day. A free spirit, she often says or does things that take others by surprise. Though she's also easily forgiven due to her good nature and amiability. Her mother disappeared 3 years ago, leaving her with three younger siblings and a working father. As such, she basically serves as head of the household. Saiko seems to regard Naomi as a kindred spirit, and the two of them frequently have long conversations about their many dreams of the future. Also ihre Mutter ist vor 3 Jahren verschwunden und sie kümmert sich um ihre drei Schwestern. Naomi, a 16-year-old student in Kisaragi High Class 2-9, and a classmate of Satoshi's since junior high, frequently greets Satoshi with, "Oh, not you again."
Having lost her father a few years back, Naomi and her mother now depend on one another for moral support. Still, she remains optimistic and cheerful. Her home life has given her an interest in nursing, which she's intent on pursuing. She spends her time studying, aiming for acceptance to medical school. Satoshi, a 17-year-old student in Kisaragi Academy's senior high class, class 2-9. Fairly average but popular, known for being both kind and cowardly in equal measure. Despite his timidness, has very personable and open, which complements his general sensitivity towards others to make him a natural leader. The one person ever to challenge that leadership is Naomi, who is consequently the only person to whom Satoshi regularly defers judgment. Okay, wir haben hier alle. Und da würde ich dann sagen, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Corpse Party und ciao!